In den USA wird seit über 50 Jahren der hässlichste Hund der Welt gekürt. Gewonnen hat in diesem Jahr ein chinesischer Schopfhund, der auf den Namen Scooter hört. Seine weißen Härchen am Kopf und die verbogenen Hinterbeine überzeugten offenbar die Jury. Der Wettbewerb fand am Freitagabend im kalifornischen Petaluma statt. Die Hundebesitzerin, Linda Elmquist aus Tucson, erhielt ein Preisgeld in der Höhe von $1.500. Medienberichten zufolge wäre Scooter aufgrund seiner deformierten Beine als Welpe beinahe eingeschläfert worden. Jedoch wurde er dann adoptiert und läuft seither auf zwei Beinen herum. Insgesamt haben 9 Hunde an dem World's Ugliest Dog-Wettbewerb teilgenommen. Darunter auch ein Pekinese mit Struwwelpeter-Frisur sowie ein Mops mit sehr langer Zunge. Mit dem Wettbewerb wollen die Organisatoren dazu aufrufen, ausgesetzte Tiere aus Tierheimen zu adoptieren.